Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Episode Part von Super Mario Last Impact. Wir haben das letzte Mal den Dreckweg wiedergefunden. Ja, aus Mario Sunshine kam er zurück in dieses Fangame und es funktioniert sehr gut. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, wie der das Ganze gebaut hat. Unglaublich. Komm, wir machen jetzt mal weiter. Sonst kommen wir heute auch nicht weiter. Aber ich habe jetzt rausgefunden, was die Mission ist. Ja, ja. Und ich glaube, der Dreckweg, der funktioniert noch besser, als wie ich dachte. Nicht nur zum Fliegen, sondern tatsächlich, um den Dreck zu entfernen. Sehr schön. Da war aber wieder Bowser Jr. am Werk. Ich will nicht wissen, wie das Ding funktioniert. Ich wollte eigentlich hier nur schlagen. Gut, dann kümmern wir uns darum, den Dreck wegzumachen. War hier nicht vorher was? Ach nee, die sind... Ich weiß, wo die sind. Ja, der funktioniert tatsächlich. Ach, wie hat er das nur hingekriegt? Ich find's unglaublich. Das muss ich einfach nochmal sagen. Es ist unglaublich, was der tatsächlich hier gebaut hat. Natürlich muss man hier nicht aufladen, das ist nicht ganz so, aber ich muss ehrlich zugeben, für ein paar Missionen wäre das auch ein bisschen sinnlos. Vielleicht ist es auch gar nicht so einfach machbar gewesen. Es muss ja schon schwierig gewesen sein, überhaupt das hier zu bauen. Allein schon, dass man hier diese Flecken wegbekommt. Das ist unglaublich. Ach, da ist noch was. Na. Nein, 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 Mario. Oh, komm, Mario. Tu mir den Gefallen und fall nicht immer runter. Erstmal hier den ganzen Dreck entfernen. Ich hoffe, das ist nicht hier auf der ganzen Karte verteilt. Andererseits, sonst wäre es auch ein bisschen lame. Ist das für eine Schere oder was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Wahnsinn. So. Das war eine einfache Mission, aber ich fand sie cool. Weil ich Mario Sunshine echt gut finde. Ist einer meiner Lieblings-Mario-Spiele, muss ich zugeben. Weil, naja, es macht einfach Spaß. Es ist, keine Ahnung, wie sie auf die Idee gekommen sind, aber es macht Spaß. So, ab zur nächsten Mission. Da oben ist ein One-Up, aber da komme ich irgendwie nicht dran. Mal sehen, vielleicht kommen wir ja noch dran. So. Travel in the Temple! Jetzt kommt wahrscheinlich der Tempel dran. Ja, ja, ja. Das war so klar. Na gut, dann wollen wir uns mal den Tempel nähern. Und wir werden weiterhin mit dem Dreckweg arbeiten. Halt dich doch fest, oder kann er sich das hier irgendwie nicht? Ah, komm, komm, komm. So, so, so. Und ja, jetzt zack. Hoch. Nicht runter, ich sagte hoch. Da bin ich froh, dass es hier keine Begrenzung von dem Wasser gibt. Das wäre ja schade. Das wäre richtig schade. Na, der hat das nicht geklappt. Hä?
Jetzt habe ich aber auch wenig gesehen. Mann. Ich glaube, wir müssen hier das gleiche Prinzip setzen wie bei, ja, Sonic Advance. Indem wir uns auf mehreren Schlangen befinden müssen. Und drauf reiten müssen, bis wir ganz oben sind. So, jetzt bin ich mal gespannt, wollte ich gerade sagen. Aber gut, wir fallen nochmal runter. Ja. Nein! Hoch. So, jetzt hier drauf. Und wie geht's weiter? Kann man eigentlich auch mit dem Dreck wegschießen? Nein, ich glaube, ich weiß, wo es lang geht. Ich habe es jetzt gerade, glaube ich, gesehen. Der geht gar nicht nach oben. Ach, geh mal weg, ich sehe nichts. Nein! Oh. Irgendwie läuft das heute wirklich nicht so gut. Ja, natürlich, glitz dich doch daran. Warum auch nicht? Ha, komm schon! Ja, so jetzt bleib aber auch gleich auf der Schlange drauf. Ich seh dem nicht, da hinten ist nämlich noch ein Gang. Jetzt erstmal hier rüber. Okay. Ach ja. Yeah. Das Spiel trotz nur vor Vergnügung. Das ist aber kein Scherz. Ich finde es schon interessant überhaupt, was der daraus gemacht hat. Ich sag, da könnte sich Nintendo... Jetzt hat es nicht geklappt, warum auch immer. Ich bin zwar gesprungen rechtzeitig, aber okay. Alles cool. Ich dachte, ich käme sie vielleicht so dran, aber... Ja. Hat wieder nicht geklappt. Warum? Ach, hier muss man... Natürlich, Glitz! Was? Okay, der Glitz hat mich auch noch... Der Glitz bringt mich auch noch irgendwie zurück. Alles klar, alles cool. Nein! Ach, komm! Das ist genauso blöde wie mit diesen Pilzdingen da, wo man die ganze Zeit auf diese Pilze drauf muss. Nur etwas verschärfter, weil man hier nämlich schneller runterglitscht. Und ich meine wirklich runterglitscht. Okay, das hätte ich jetzt nicht geschafft. Na gut. Dann gehen wir mal vorne und... ich glaube, ich sollte das mit dem Laufen echt mal lassen. Wie mache ich denn das? Wenn er sich bewegt, ist das schwierig da. Ja, den normal. Halt dich doch da fest, Mann! Ich muss das irgendwie mit einem Triple Thump machen. Oder aber mit dem Sprung, den ich die ganze Zeit mache. Obwohl das mit dem Sprung, den ich die ganze Zeit mache, nicht so einfach ist. Ja, natürlich. Komm, wir glitschen uns hier wieder hoch. Geht nicht? Doch.
komm! Jetzt bin ich hier, um Glitches rauszufinden. Ah! Oh. Dang it! Oh. Natürlich, lenk dich noch selber. Mach, was du willst. Alles gut, alles cool. Ich habe ja auch Zeit ohne Ende. Kein Thema. Wir können das Ganze auch noch ein paar Jährchen machen. Ist kein Problem. Ich habe Zeit ohne Ende. Oh, Mann. Ich weiß nicht, wie ich diesen Sprung da hinten hinkriegen soll. Das ist ja wohl... Boah. Vielleicht war das doch nicht so eine schlechte Idee von Nintendo, den Dreckwerk erst in der Nintendo 64-Zeit zu erstellen. Denn, das ist wirklich schwierig. Obwohl, Nintendo wollte es doch damals schwierig haben. Und hat es dann doch nicht hingekriegt. Ah, 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 ah. Oh. Natürlich geht's hier noch. Nein. Solche Passagen mag ich gar nicht. Kann ich das nicht überspringen irgendwie? Boah. Rüber, 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 rüber. Ah, wunderbar. Okay, okay. Wo sind wir jetzt? Okay, hier ist nochmal so ein... Jetzt möchte ich mal eben kurz gucken. Ach du meine Güte, wie soll ich denn das denn machen? OMG! Kommt hier noch eine Schlange oder sowas? Ja, da ist noch eine. Aber was bringt die mir? Die ist sehr tief. Aber das gleiche Prinzip wie bei Sonic Advance. Schlangen reiten. Oh nein! Nein! Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das kann doch nicht euer Ernst sein! Bah! Jetzt muss ich eigentlich normal komplett ganz runter wieder. Weil ich keinen Dreck weg mehr habe, um hochzukommen. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Das war so klar. Das war so klar. Es war ja richtig klar, dass das hier wieder schief läuft. Da, diese Mission, die ist furchtbar. Oh, ich hab doch gedrückt, Mann, und der drückt dann was anderes. Natürlich. Ja, und die Schlange steht total super. Boah, ich habe echt keinen Bock mehr. Diese Mission, die reißt mir schon den Kopf ab. Kann ich der Schlange vielleicht den Kopf abreißen? Bitte? Hoch, hoch, hoch! Ah, wenigstens kriege ich das jetzt hin. Rüber, 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 rüber. So, sieht's gut aus. Jetzt
hier hoch. Und jetzt warte ich am besten... Kann ich hier auf der Schlange warten? Nee, ne? Ach so, die kommt hoch! Wenn ich drüber bin. Ah! Jetzt verstehe ich's. Was? Gott, ich habe schon keine Lust mehr. Das ist ja furchtbar. Diese Mission trotzt doch nur vor... Ah! Ist furchtbar. Diese Fossil... Ah, ich komme schon nicht mehr klar. Ich komme nicht mehr klar. Boah, die Mission regt mich gerade richtig auf. Das ist ja unglaublich hier. Die Steuerung, die sackt die ganze Zeit total. Und die Schlange spielt auch nicht richtig mit. Warum tue ich mir das eigentlich an? Warum? Das geht noch bis da ganz da oben. Ich glaube es nicht. Ein Fehler. Und man muss dann ganzen Mist von vorne machen. Einfach rüber. Ja, das war die Lösung. Super. Ich hab's mir schwerer gemacht, als wie es war. Okay, okay. Oh, MT. Ich muss runterfallen. Was hast du mir zu sagen? Ja, ja, los, sag mal was. What's up, bruv? Adventure? Bla, 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 bla. Interessiert mich jetzt gerade wirklich nicht. Okay. Die Schlange kommt, die Schlange kommt, die Schlange kommt. Aber was bringt die uns jetzt? Wird ihr uns direkt hochführen? Ich hoffe es mal. Sonst weiß ich nämlich auch jetzt nicht mehr weiter. Es gibt ja gar nichts mehr, wo wir drauf springen können. Oh ja.
Wo ist denn der Stern? Da oben ist er. Boah, war diese Mission nicht einfach nur... furchtbar. Ich hab sie geschafft, ey, boy. Das ist ja Wahnsinn. Da braucht man wirklich nur einen Fehler machen. Du glitschst da ja überall durch. Manchmal ist der Boden ja gar nicht da. Oh. Ah. Naja, gut. Ab zum nächsten. Puzzle Panel. Aha. Ich hätte jetzt auch die Mission nur noch eine Chance gegeben. Okay, aber wie kommen wir da raus? Ach so, ich denke mal mit dem Dreck weg. Ah! Leute, glaubt mir, das ist echt nicht schön manchmal. Allein diese Mission, die ich gerade gemacht habe. Ah! Ich finde es zwar gut, dass es schwere Missionen gibt, aber wenn man die ganze Zeit failt, dann bringt das alles nichts. Okay, ein Puzzle. Bestimmt brauchen wir den Dreck weg, um irgendwas damit zu machen. Hey, sag mal was, Kollege. Hey, Indiana Jones. Darauf fährt er. Okay, wir sollen dieses Symbol da machen, aber wie machen wir das? Wie können wir das hier... Ich habe keine Ahnung, wie man das hier macht. Irgendwo draufstehen, damit er das Bild hat. Ich bin jetzt gerade ratlos. Ich weiß echt nicht, wie das hier geht. Egal, wo ich draufstehe, ich habe keine Ahnung, wie man die Kombination setzt, denn jede Bewegung, die ich hier mache, verändert das Bild. Ich muss wahrscheinlich dieses Bild hier kriegen, damit sich das Tor öffnet. Aber wie mache ich das? Muss ich einen Weg gehen? Moment. Versuchen wir mal so. Zack, zack, zack. Gehen den Weg zurück. Gehen hier lang. Gehen hier. Moment. Ich habe eine Vermutung. Aber das ist wahrscheinlich blöde, wenn ich das so versuche. Ah, ein Stück zurück. Jetzt so nach der Seite. Ich hätte mir eher was anderes gewünscht. Ich habe keine Ahnung.
Ich stehe jetzt mehr in Rätseln. Ich weiß nicht, wie man das bitte schön machen kann. Sobald ich mich da irgendwo auf die Nähe bewege, bewegen sich die Bilder. Und ich habe keine Ahnung, wie man das bitte schön macht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da muss ich erstmal noch ein paar kleine Tipps und Tricks raussuchen. Irgendwas rausfinden. Sonst werden wir den Stern hier nie befreien können. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Wir haben erstmal das Schwierige hinter uns. Und jetzt, das nächste Mal wird ein Puzzle kommen. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal ein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Mario Last Impact. Bis dahin, ciao!